Welche vier Gefahren gibt es eigentlich, wenn du Influencer bist und worauf musst du achten, nicht dass du in eine Falle tappst? Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Das erste Mal bei Steuern mit Kopf, dann lass ein Abo da. Vergiss auch nicht die Glocke zu drücken und schau auch mal auf Facebook und Instagram vorbei. Auf Facebook natürlich auch die Steuern mit Kopf Community, dort ganz einfach die Beitrittsanfrage stellen und mitdiskutieren über Steuertipps, Steuernews und How-Tos zur Steuererklärung. Ja, der eine oder andere wird es auf Instagram oder natürlich auch auf Facebook schon mitbekommen. Ich habe ein Buch geschrieben und zwar Steuern für Influencer, die Steuererklärung Tinder leicht meistern. In diesem Buch geht es hauptsächlich um die steuerliche Situation. Ich möchte aber natürlich jetzt hier ein paar Dinge aus diesem Buch rausgreifen und natürlich noch so zudem ein paar Geschichten zum Thema Influencer und vier Gefahren ganz einfach ansprechen. Gefahr Nummer 1, in einem letzten Video, verlinke ich dich hier oben, wurde ich kritisiert, weil ich das Thema Liebhaberei erst am Ende des Videos erwähnt habe. Jetzt erwähne ich es natürlich ganz am Anfang. Du musst dir vorstellen, als Influencer hast du ja sehr lange hier das Problem, dass du ja hohe Anlaufverluste hast und wahrscheinlich am Anfang natürlich hier keinen Gewinn erzielst. Klassischer Fall ist natürlich das Thema Twitch Affiliate oder Twitch Partner. Bis du diesen Status erreicht hast, das dauert ein bisschen, du musst eine gewisse Anzahl an Streaming-Stunden bringen. Du musst eine bestimmte Anzahl an Follower haben und natürlich auch Live-Zuschauer haben. Und bis du das alles erreicht hast, das dauert natürlich. Das heißt, solange du jetzt keinen Affiliate-Status hast oder Partner, nicht Amazon oder irgendwo dabei bist, dann hast du natürlich hier das Problem, dass du natürlich hier ganz einfach kein Geld verdienst. Und wenn du kein Geld verdienst, dann hast du am Anfang nur Ausgaben. Und diese Ausgaben führen aber dazu, dass du, wie gesagt, nur Verluste erwirtschaftest. Und diese Verluste kannst du aber zum Beispiel auch, wenn du jetzt Angestellter bist, mit deiner nicht selbstständigen Arbeit verrechnen. Diese Verluste sind aber hier nur vorläufig, denn das Finanzamt wird die vorläufig verbescheiden und sich dann über einen Zeitraum von 5 Jahren zum Beispiel anschauen, okay, hat der jetzt überhaupt eine sogenannte Gewinnerzielungsabsicht? Ist der überhaupt dann gewerblich tätig damit oder ist das einfach nur ein reines Hobby, weil der jedes Jahr so viele Verluste produziert und eigentlich gar nicht wirklich Einnahmen erzielen will oder Gewinne erwirtschaften will, sondern das Ganze einfach nur zum Spaß und dementsprechend zum Hobby macht? Das ist dementsprechend ein Problem, eben in dem genannten Fall, wenn du hier ganz einfach das mit anderen Einkünften verrechnest, denn dann besteht hier die Gefahr, dass du natürlich eine Steuererstattung erstmal bekommst, weil du hier zum Beispiel ein ganz normales Angestelltenverhältnis hast, auf der anderen Seite die Verluste. Das wird ja im Rahmen des zu versteuernden Einkommens bzw. der Summe der Einkünfte zusammengerechnet und dann hier ist sozusagen der Strich drunter gemacht und dann schaut man, okay, wo landet man. Jetzt ist deine Steuerbelastung natürlich dann geringer, weil du mehr vorausbezahlt hast. Du kriegst eine Erstattung, das klingt natürlich erstmal schön, doch hat natürlich wie gesagt die Gefahr der Liebhaberei und dementsprechend auch langfristig, vor allem beim Finanzamt, auf zu viel zurückerstattete Steuern natürlich auch Zinsen an und das 6% pro Jahr. Das ist so die erste große Gefahr für Influencer und zwar das Thema Liebhaberei, dass es am Ende keine gewerbliche Tätigkeit ist, sondern ein Hobby. Punkt Nummer 2 an dieser Stelle natürlich das Thema Versicherungen. Hier ist es wirklich abhängig von der Art der Versicherung, die du hast, Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Hier kann es nämlich sein, dass deine Tätigkeit als Influencer hier mit einberechnet wird und zwar in den Bereich der Beitragsbemessung. Das heißt, es kann sein, dass du als Influencer auf einmal mehr Kranken- und Pflegeversicherung zahlen musst, weil du eben eine Nebentätigkeit noch hast. Das kann natürlich hier dann auch schon zum Nachteil sein. Es gibt hier unterschiedliche Grenzen, die liegt ungefähr bei 400 Euro. Kann aber auch von Versicherung zu Versicherung unterschiedlich sein, was hier mit reingerechnet wird. Aber da natürlich mal bei Basti von Versicherungen mit Kopf vorbeischauen, der kennt sich da natürlich ein bisschen besser aus als ich. Aber wie gesagt, das ist eine Gefahr, die man häufig dann nicht mit einkalkuliert, weil natürlich auf einmal sich der Beitrag erhöht und dann man mehr zahlen muss, als man vorher bedacht hat. Dann kommen wir zum Thema Rechtliches, was jetzt weniger mit steuerlicher Thematik zu tun hat, aber da ist es wirklich so, du solltest zuerst mal schauen, okay, wie sieht denn dein Arbeitsverhältnis aus, darfst du denn überhaupt zum Beispiel ein Nebengewerbe eröffnen? Gibt ja zum Beispiel bestimmte Berufe, dort ist es ganz einfach nicht zulässig, weil du hier, ja, sag ich mal, Sicherheitsbedingungen zum Beispiel hast, wo es heißt, okay, das ist ein besonders, ja, wie soll ich sagen, Beruf, der einen bestimmten Sicherheitsstandard hat und dementsprechend darfst du hier zum Beispiel nicht im Nebengewerbe tätig sein. Im Normalfall ist es eine arbeitsrechtliche Problematik, aber das ist natürlich, kann immer die Gefahr sein, dass der Chef, also vor allem bei Beamten ist das ja häufig das Problem, dass dann hier gesagt wird, nein, ein Nebengewerbe ist nicht zulässig, weil du Beamter bist und
und so weiter und so fort. Dann natürlich auch das Thema Urheberrechtsverletzung bzw. Wettbewerbsrecht kann natürlich hier auch relativ relevant sein, denn es ist natürlich so, dass natürlich die Abmahnindustrie in Deutschland mittlerweile sehr stark ist und man versucht alles abzumahnen. Dementsprechend sollst du dich auch immer absichern, Urheberrechtsverletzungen, Wettbewerbsverbote und sonstiges. Nicht, dass du hier dir natürlich ein bisschen, sag ich mal, Ärger ins Haus holst, den du dir hättest sparen können. Ein Punkt, der vor allem Studium, Ausbildung betrifft, ist das Thema BAföG. Denn da gibt es ja bestimmte Grenzen, die eingehalten werden müssen, dass du nicht zu viel verdienst, während du BAföG beziehst. Denn sonst musst du es teilweise zurückzahlen, voll zurückzahlen oder hast gar keinen Anspruch mehr. Da solltest du dich wirklich auch vorher bei der Zahlstelle informieren, also sprich bei dem Amt, das dich fördert. Kann auch zum Beispiel sein bei bestimmten Stipendien, dass dann diese Förderung wegfällt. Also da vorher einfach mal nachfragen, weil nicht, dass es heißt, okay, dir gehen dann vielleicht hier im Monat auf einmal 300, 400 oder 500 Euro ab, weil du das BAföG nicht mehr bekommst und 500 Euro musst du erstmal als Influencer verdienen. In diesem Sinne, wie gesagt, es gibt hier noch mehr Tipps in dem Buch von mir und zwar Steuern für Influencer, die Steuererklärung Tinder leicht meistern. Verlinke ich euch unten, da einfach mal vorbeischauen. Wie gesagt, wenn es euch hilft, dann könnt ihr das Buch bestellen auf Amazon und natürlich auch bald gibt es es auch als Hörbuch und zwar dürfte in 2-3 Wochen jetzt online sein. Dauert wie gesagt noch ein bisschen, habe ich schon mehrere Anfragen bekommen, weil Amazon, dieser Prüflauf, der dauert einfach seine 3-4 Wochen. Wir haben alles eingereicht. Kann aber wie gesagt noch ein bisschen dauern. In diesem Sinne, wenn du das erste Mal bei Steuern mit Kopf dabei bist, dann lass ein Abo da. Vergiss auch nicht die Glocke zu drücken und schau auch mal auf Facebook und Instagram vorbei. Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.